Moin Leute, Starkrom hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Solo Rust Abenteuer. Heute mal mit einem etwas anderen Video, denn heute mache ich eine Rust Challenge. Die Challenge ist es, dass ich nicht selber farmen oder looten darf. Das einzige, was ich looten darf, sind andere Spieler, die ich getötet habe, Holz, was auf dem Boden liegt oder Stoff, der auf dem Boden liegt. Natürlich darf ich recyceln, aber auch nur das Zeug, was ich von anderen Spielern bekommen habe. Solche Challenges werde ich jetzt öfter machen, also wenn du eine geile Idee hast für eine irgendeine Rust-Challenge oder sonstige Spiele, dann schreib doch gerne meinen Kommentar. Wenn du mich supporten willst, lass mir gerne ein kostenloses Abo da, das kostet sich nichts und würde mich sehr unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit der Rust-Challenge. Deswegen bin ich mal gespannt, was das heute hier... Oh, da haben wir doch schon das erste Opfer. Digga, der hat einen Bogen, der Typ. Geht bei dem ab, der hatte wohl ein kleines Disconnect. Korrektus, Meister. Nummer uno. Scripted, Brother, scripted. Lol. Hä? Haben die alle einen Disconnect hier gehabt? Oder was ist das hier? Das wäre ja unnormaler Zufall, wenn ich hier reinkomme, kurz bevor alle einen Disconnect hatten. This is really not scripted, brothers. I don't know what this is. Random. Ich jetzt schon zwei Bögen, ne? Ich nehme es fertig, ziehe erstmal durch. Hello, Mister! Welcome! Schnell weiter hier. Ich habe so viel Stuff. Ich muss hier rüber. Ich muss mir schnell meinen Ninja-Anzug craften. Das ist ja übel langweilig jetzt. Eigentlich müsste ich F1 machen und nochmal neu starten. Aber wir wollen ja nicht versagen hier. Und hier sowas darf ich auch mitnehmen. Aber farmen geht gar nicht. Okay, ne, es sind zwei. Da will ich mich jetzt mal noch nicht drauf einlassen. Ich kümmere mich erstmal so ein bisschen Kram. Vielleicht schon mal eine kleine 1x1 Space hochziehen, damit ich schon mal einen kleinen Spawn Point habe quasi. Macht eine einfache Challenge. Kein Problem für mich. Gar kein Problem. Mal hier rüber. Ich pack einfach. Oh, ich habe 1500 Holz direkt. Übel korrekt. Mal den ganzen Kram hier rein. Einfach mal reinkloppen alles. Es ist ganz schön am Leggen. Oder kann man die da nicht reinpacken? Geht das einfach nicht? Das geht anscheinend einfach nicht, okay. Ich sag mal so, das sind doch schon mal ganz gute Startoptionen hier eigentlich. Geil, heute einfach mal nur Waffen im Inventar haben. Das ist doch auch mal schön. Da muss ich mich nicht immer ums Sortieren kümmern. Welche Metallsplitter habe ich? Okay, wir traden mal den ganzen Stein. Bis auf 300 für die Foundation. Das sollte erstmal reichen. Thank you, man. Thank you. Yes, baby. Immer wieder Assetzer sein, das liebe ich doch. Boah, ich mich erschreckt. Wie die alle hinlaufen, wie die fliegen zum Scheißhaufen. Hey, hello, Mister. Nice job. Can I buy some shit? Den Hammer habe ich auch am Start. Dann gehen wir mal hier in die Richtung. Ich lasse den Ninja-Anzug jetzt mal an. Guck mal, wo ich bauen kann. Am besten... Vorerst einfach mal eine kleine 1x1. Schnell wie möglich hier hinhauen. Okay, da steht jetzt jemand von der Tür. Ist jetzt in Ordnung. Okay, den place ich auch mal schnell noch hier, obwohl ich jetzt eigentlich schon Platz hatte. Boah, das klappt doch ganz gut.
wohnt wohl in der Nähe, der Kollege. Das Schloss war sogar schon da. Ah, klar, klar, der Paddelarsch. Die Stadt aber ist stand, jetzt war es Zeit, sich mal die Nachbarn anzuschauen und zu gucken, wie hier überhaupt die Lage ist. Wie viele Spieler laufen hier rum. Ey, da lag mein Nagel. Ja, das schaut doch gut aus. Die haben aber eine hohe Reichweite. Komm schon, Baby. Ja, der liegt auch ganz gut hier versteckt eigentlich. Juhu! Der Rattenman. Er sammelt nur die Reste. Komisch, einfach so die Kisten da liegen zu lassen. Völlig gegen das Rust-Gesetz. Aber das konzentriert dann halt auch mehr auf die Umgebung, weniger auf den Loot dann. Okay, ich werde die Nacht jetzt aber nutzen. Als allererstes werde ich auf jeden Fall mal das Rohöl brennen, auch wenn es jetzt nicht so mega viel ist, aber ja, damit sollte ich es gebrannt bekommen. Dann werde ich auch das recyceln. Ich werde einfach alles recyceln, was geht. Ein bisschen Öl brennen, ne? Dann kann ich mich hier nur Oliven mit Schafsöl machen. Okay, ich habe sogar jetzt fast den Ofen. Mir fehlt halt noch Stein. Oliven, meine Fresse. Kann nicht wahr sein. Oh, gut, gut, gut. Now 20, guys. 20. All on 20. I swear, I'm knacking the code. Boah, es war echt 10. Ich hätte echt auf 10 noch setzen müssen. Now 20, man. Now 20. Ah, wohl, komm, ich mach einmal auf 10. Einmal auf 1. Ich dachte schon. Man, tell me, what next? 20. Okay, 20, 20, 20. No, 20. 10, 10, 10, 10. Fuck. I have to sell everything. My wife will leave me. 20. My wife will leave me. Ich denke, übrigens in die falsche Richtung auf. Übrigens, Chat, wir sind der Anti-Jump-Stream, ja? Wir jumpen in Rust nicht mehr. Das ist viel zu laut. Man hört das Jumpen doppelt so weit, wie das Laufen übrigens, ne? Kleiner Tipp am Rande. Ach komm. Welcome. Thanks for this. This is really good. Thank you, man. John, Eckes. Ah ja, so schnell kann das also gehen hier. Oh, scheiße. Es wird Zeit, Chat. Für einen Zahnstocher. Okay, wir sind im Rennen. Wir sind voll im Rennen. Ja! Ja, bitte, du! Bam, da bin ich wieder. Bam! Saftig, knaftig. Mal easy in der Sache. Auf free. Okay. Okay, okay. Gute Start. Wir haben es da. Wir sind gut dabei, aber wir sind ziemlich hungrig. Und zu essen gibt's hier nicht. Dann mache ich den Geheimtrick.
der kleine Hund, da ist so viel drin. Okay, aber wir müssen nicht stoppen hier. Wir müssen direkt weitermachen. Das war auch richtig und wichtig. Du suchst ein Rust-Teammate oder willst die Chance nicht auf einen gratis Rust-Skin verpassen? Dann klick jetzt einmal hier oben auf den Link, da kommst du auf meinen Discord-Kanal. Da sind über 1400 Mitglieder und vielleicht findest du auch den perfekten Teammate da für dich. Dort kann man Fragen stellen zu Rust, zu anderen Spielen, zu PC-Fragen und dort hast du die Chance, jede Woche zweimal bei mir einen Rust-Skin zu gewinnen. Viel Spaß, weiter mit dem Video. Kuss. Okay, das sieht doch gut aus. Guck mal, der baut nicht richtig. Das hätten wir aber wieder. Wir sind relativ safe jetzt erstmal, ja? Ja, der Kollege hat ja doch was dabei. Nice. Okay. Puh, dann können wir jetzt mal upgraden. Gut, aber auch mal Zeit. Die zwei, ich dachte, die sind kein Team gewesen vorhin, aber die waren anscheinend doch ein Team, die ich da gekillt habe. Thank you.
Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder zwei relativ gute Kitties. Kit, Kit, Kitman. Dass eine Base ist. Mal einen kleinen Homestepper. Den OP-Skin drauf machen. Niceness. Ich muss sagen, dieses Nicht-Farmen und nur Klauen klappt unfassbar gut. Geil! Wir nehmen mal schnell alles mit, was recycelt wird. Und zwar Stoff, Stoff. Aber was macht man sonst in der Nacht, ne? Bringt ja nichts. You really scared me, man. GG. I'm a big fat horse. Ah, I'm a horse and your mother let me because I have a big penis. 3 HP. Oh. Lucky Man! Ich hole mir jetzt die Leiter, die bei mir geplaced haben, zerschieße in das Dach und jump da rein. Was eine schöne Base. Ich habe noch nie so eine schöne Base gebaut.
fuck. Ich war ein bisschen zu langsam. Digga, ich bin so los. Ich werde so weggemacht. Ich wusste es. Ich war zu nervös. Oh, das passiert, wenn man campt. Du kleine Hure! Du bist. Alter, was bist du für ein Bastard? Du bist mein bester Freund! I sit on you! Möse! Da trifft man auf dem deutschen Gelände, ne? Kann auch passieren. Ja, liebe ich das, wenn so Deutsche so ausrasten. Das ist immer so schön. Da fühlt man sich so brüderlich, weißt du? Da fühlt man sich heimatlich. Heimatgefühle und so. Ich wette, die haben meinen Anfänger gerade geguckt. Nur die haben nicht einkalkuliert, dass ich halt auch da bin. Sorry, man, please wait for me. Fuck you, son of a bitch. But. But I'm not a son. I'm a daughter. I'm a daughter. Now, what is against the butter? I'm a daughter. I'm a daughter. And after I will eat your daughter's ass. Am erwischt bin ich mit meinen paar Nägeln hier. Naja, für die Pimmels reicht. You fucking asshole, you're so stupid and so bad. Oh my god, you can't hit anything. Fucker. Wow. Jump shots. My grandma do better jump shots than you, fucker. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr supporten. Schreib mir doch auch gerne mal in die Kommentare, was für eine Challenge du gerne noch sehen würdest. Und mit ein bisschen Glück werde ich vielleicht deine Challenge im nächsten Stream auf Twitch machen oder auf YouTube hier hochladen. Kuss geht raus. Danke für den Support. Bis zum nächsten Video.